Auch der Sport liegt derzeit aufgrund der Corona-Krise brach. Aber es ist nicht nur der Fußball, den viele in den Stadien oder an den heimischen Fernsehgeräten vermissen. Es sind die Aktivitäten in den verschiedenen Sportvereinen, das Gemeinschaftsgefühl, wenn man zusammen trainiert. Ein großer Zwickauer Verein, der SV Vorwärts Zwickau, hat da eine Idee entwickelt, um die Zwickauer in dieser schwierigen Zeit zum Laufen zu bewegen und Gutes zu tun. Zur Aktion Zwickau läuft und hilft haben wir uns heute mit dem Vereinsvorsitzenden des SV Vorwärts Zwickau verabredet. Gut, also schönen guten Tag. Da wir uns ja nur schon viele Jahre die Laufszene hier in Zwickau bemühen, als Verein mit unserem gesamten Umfeld und momentan natürlich auch aufgrund der Probleme, die wir momentan haben, sämtliche Laufveranstaltungen verschoben bzw. auch abgesagt werden mussten, also wie der Zwickauer Sparkassenstadtlauf, der Schlossparklauf, der Treppenlauf oder auch die Stundenlaufserie, haben wir uns gedacht, wir müssen aber auch den Läufern wieder eine Chance geben, dass sie sich bewegen, dass sie sich vorbereiten und dann auf den scharfen Start, egal wenn er dann mal kommen würde, ob es im Herbst dieses Jahres ist oder mit Beginn des nächsten Jahres, dann die Möglichkeit zu schaffen, dass sie auch wieder voll wieder angreifen können. Denn wir haben in letzter Zeit sehr viele Anrufe und Mails gekriegt und jeder fragt nun, wann geht es denn irgendwo weiter und so weiter. Also die Spannung unter der Laufgemeinschaft, unter der großen Läuferschar ist relativ groß und wie Sie schon gesagt haben, die meisten scharren eben mit den Hufen. Ja. Und da gibt es eine Idee, die Sie gemeinsam mit einem Mann entworfen haben. Ja, wir haben über viele Jahre schon einen bekannten Zwickauer, Udo Henschel, der die Laufszene begleitet mit seinen Berichterstattungen und auch mit seinen guten Ideen. Und er kam auf uns zu, ja, eine naheliegende Geschichte, sagten, wir müssten etwas machen für die Laufszene, damit sie auch wieder, sagen wir mal, entsprechend wieder motiviert werden, auch ein Ziel auch vor sich haben und haben uns ausgedacht, einen Spendenlauf zu organisieren und den wir nun jetzt gemeinsam irgendwo angehen möchten. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird das kommuniziert? So, wir haben also vor, jetzt erstmal heute mit diesem kleinen Pressetermin, natürlich auch über die anderen Medien, die uns dann zur Verfügung stehen, in die breite Öffentlichkeit zu gehen. Auf der Homepage des SV Vorwärts Zwickau unter www.vorwärts-zwickau.de finden wir alle Ausschreibungen dazu. Und ja, und dann kann es im Grunde genommen losgehen. Und wir werden natürlich auch die Läufer, wo wir also entsprechende Kontakte auch besitzen, entsprechend informieren und hoffen, dass eine relativ große Resonanz dann auch vorhanden ist. Da es ja nun bekannt ist, dass wir momentan ein bisschen mit dem Wettkampfgeschehen überhaupt keine Möglichkeit haben, etwas zu organisieren, haben wir uns das so gedacht, dass wir die traditionellen Laufstrecken, die wir von den Läufen, die ich vorhin schon genannt habe, die uns zur Verfügung stehen, dass wir dort bestimmte Streckenabschnitte markieren, also entsprechend auch vorgeben, wo jeder individuell einzeln, ja, mit den entsprechenden Sicherheitsabständen, die vorgegeben sind, beziehungsweise in den Familien eine gewisse Strecke zu laufen. Also mal im Schwanendeich-Gelände sind das für uns 2 Runden, das sind ungefähr 3,4 Kilometer. Im Schlossberg sind es für uns 3 Runden, 3,3 Kilometer. Und auf der Muldenpromenade, Muldendammradweg, einmal in die südliche Richtung, das ist bis zum Bahnhof Keinsdorf, das sind 3,8 Kilometer. Oder bis runter zum Park Neue Welt, das sind 3,2 Kilometer. So, diese Strecken kann jeder individuell so oft wie möglich bewältigen. Dann nimmt er seine Zeit auch, nach dem Prinzip der Fairness und so weiter, da ja kein Wettbewerb draus gemacht wird. Es geht ganz einfach darum, gibt das dann ein auf der Homepage unter unserem Meldeportal und wird dann dort registriert. Und der Verein bittet also als Organisator gesamt mit der Stadtgruppe der DOG, der Deutschen Olympischen Gesellschaft, dann einen kleinen Spendenbetrag zu überweisen, der dann am Ende auch dem guten Zweck der Zwickauer Tafel zur Verfügung gestellt wird. Herr Halbauer, Sie sind hochmotiviert, man merkt es, Sie lassen sich von Covid-19 nicht werfen. Was würden Sie den Sportlern oder auch den ganzen Zwickauern an die Hand geben in diesen Zeiten? Na, ich kann nur sagen, es fällt ja jedem momentan schwer und das wird mit zunehmender Zeit nicht leichter, dass wir weiterhin doch, ich sag mal, recht optimistisch rangehen und dass doch eines Tages viele Dinge, es wird ja auch diese Woche einige Lockerungen geben, nun auch die meisten auch berührt, sodass auch wieder etwas mehr
wie man so schön sagt, am Licht des Tunnels, am Ende des Tunnels irgendwo das Licht irgendwo wieder zum Vorschein kommt und dass wir gemeinsam die Dinge, die wir eigentlich so lieb gewonnen haben, die vergangenen Jahre organisiert haben und große Veranstaltungen und so weiter wieder organisieren können. Ich glaube, das ist das Ziel aller und da kann ich nur jedem sagen, durchhalten und weitermachen und helft vielleicht auch mit bei dieser kleinen Aktion, die so nett gedacht ist, denn ich weiß also von den Verantwortlichen der Zwickauer Tafel, dass dort auch gegenwärtig Not am Mann ist, so wie überall, auch in den Unternehmen und so weiter, brauchen wir es ja nicht vorzumachen, dass wir also mit einem kleinen Beitrag, mit einer Spende auch einen großen Beitrag, eine Hilfe mit leisten können, um vielleicht auch den Bedürftigsten unter uns irgendwo helfen zu können.